Fast 60 kreative Schüler, Studenten und Agenturpraktikanten kommen im Innsbrucker Kongress zusammen. Die Aufregung steigt, denn sie alle wollen dasselbe, aber nur einer kann ihn bekommen, den Tirolissimo Junior Award 2015. Die große Herausforderung ist, dass die jungen Leute das Kästchen verlassen, ja, und einfach wirklich mutig denken. Das hier ist der Platz, nicht wo man fertige Promotions entwickelt, sondern wo man einfach spinnen kann. Und letztendlich ist der Junior Award dazu da, dass man tolle Ideen zutage fördert. 26 Teams, vom Einzel- bis zum Dreierteam, bekommen die gleiche Aufgabe. Das komplette Konzept für die Sommerpromotion 2016 von Latella zu entwickeln. Ich bin ziemlicher Sommermensch eigentlich, ziemlich viel draußen unterwegs, sporteln. Und Latella ist ja schon ein Erfrischungsgetränk, einfach kann ich gut identifizieren. Und es ist ja in unserer Zielgruppe sehr weit verbreitet. Also anfangen kann man damit sicher was. Jede Aufgabe ist schwierig, solange man die Idee nicht dafür hat. Und ja, wir tasten so langsam heran. Ich finde es ganz lustig, dass es ziemlich freigeben ist, was man wirklich dann damit anfängt. Von dem her kann man wirklich kreativ sein und viele Ideen entwickeln. Also die Juniors haben wir jetzt gebrieft. Wir haben von Latella ein sehr gutes Briefing bekommen. Es geht um die Sommerpromotion für das nächste Jahr. Die Kreativen haben jetzt 4 Stunden Zeit und dann geht es in die erste Jurierung rein. Das heißt, es werden dann zwischen 3 und 5 Teams rausgewählt, wo man sagt, da sieht man die größte Chance, dass das realisiert wird. Diese Teams haben dann 2 Wochen Zeit, um ihre Ideen noch weiter auszuarbeiten. Danach gibt es eine große Präsentation, in der eine Fachjury bestimmt, wer gewonnen hat. Also wir schauen ja wie beim ganzen Tirolissimo im Grunde auf die Idee. Ja, die Idee ist das Hauptding der Sache. Es geht nicht um perfekte Ausführung jetzt, kann man hier in 4 Stunden auch nicht erledigen. Aber wenn er im Kern eine wirklich starke Idee ist und man sagt, wow, das hat eine Kraft, da ist was drinnen, da kann man was entwickeln, dann ist es das Ding, das wirklich bewertet wird. So bekommt Latella Ideen direkt von der Zielgruppe. Die Siegerkampagne soll auch nächstes Jahr realisiert werden. Gerade junge kreative Leute, die haben natürlich noch viel mehr Ideen. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu kreativ wird und nicht mehr umsetzbar. Aber die Ansätze sind natürlich gerade für Latella, für eine sehr junge Marke, super. Wir haben uns halt gedacht, ja, warum sollte man nicht mitmachen? Es ist auf jeden Fall einmal eine Erfahrung und man kann nichts verlieren, man hat nur was zu lernen. Es ist natürlich ein sehr gutes Gefühl, also wenn man dann belohnt wird für das, was man macht. Ich finde es lässig, wenn man nachher sieht, dass das da überall ausgestrahlt wird, dass jeder da eigene Werbung sieht, was du gemacht hast. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn wir es nicht machen hätten, weil allein die Erfahrung, dass wir da sind, reicht eigentlich auch. Zusätzlich zur geplanten Umsetzung werden noch begehrte Praktikumsplätze vergeben. Der größte Preis ist sicher, wenn wir es schaffen, die Kampagne on air zu bekommen im nächsten Jahr. Das steht natürlich in den Sternen. Und was aber wirklich jetzt für die Junioren ein toller Preis ist, sind, wir haben 3 Powerpraktikas bei großen renommierten Agenturen in Wien. Also da ist Jung von Matt oder Demna Merlicek dabei. Kriegt man normal kein Praktikum bei solchen Agenturen. Es bleibt also spannend, wer den Tirolissimo Junior Award 2015 mit nach Hause nehmen darf.